Ersetze nur 5% deiner Kalorien mit diesem Öl. Erstaunlich, was dann passiert. Tatsächlich zeigen Goldstandardstudien, das heißt randomisierte Kontrollstudien, wenn man nur 5-10% der Kohlenhydratkalorien ersetzt mit einfach ungesättigten Fetten, verbessert sich die metabolische Gesundheit der Probanden. Das zeigten diverse Meta-Analysen bzw. Goldstandardstudien oder klinische Studien. Ja, das seht ihr hier. Jetzt müssten wir wissen, wo besonders viel davon enthalten ist und wie wir besonders viele einfache ungesättigte Fettsäuren bekommen. Dazu schauen wir uns folgendes Fettprofil an von Speiseölen. Es fällt auf, dass Olivenöl mit 73% das mit Abstand meiste Vorkommen von einfach ungesättigten Fetten aufweist. Das Entscheidende ist hier, dass es extra virgin olive oil ist. Das heißt, aus der Erstpressung und absolut kalt. Es wird sehr viel getrickst in der Branche und diese Öle sind oft sehr alt, ja, da sie in riesigen Mengen auf Profit hergestellt werden. Daher weisen diese mittlerweile auch schon größere Mengen von Transfetten auf, ja, die dann wiederum genau die Vorteile dementsprechend negieren. Daher sind kleine Chargen und ganz frische Pressungen dazu, ja, unabhängig laborgeprüft, das Beste, was man wirklich machen kann. Dazu verlinke ich euch sehr gerne auch mal mein bestes Öl, was ich meine. Einmal unten, ja, weil es genau diese Kriterien quasi erfüllt. Nun möchte ich euch aber noch einige Studien zeigen, denn Olivenöl kann eben nicht nur viele einfach ungesättigte Fette bündeln, sondern noch so viel mehr. Wichtige Parameter sind immer die Blutfette, Blutzucker, Entzündungen und Krebs, bezogen auf den Stoff. In einer Meta-Analyse aus dem Jahre 2020, also aus diesem Jahr, zu Krebs- und Olivenölkonsum kam absolut Unfassbares heraus. 45 Studien wurden in der Meta-Analyse einbezogen, 37 davon waren Fallkontrollstudien, 17.000 Fälle und 28.000 Kontrollen. Und 8 Kohortenstudien mit 12.000 Fällen in einer Gesamtkohorte von 929.000 Personen. Der höchste Olivenölkonsum war mit einer 31%igen geringeren Wahrscheinlichkeit verbunden, an Krebs zu erkranken. Ich möchte hier klarstellen, dass Krebs dadurch nicht geheilt werden kann. Es sind nur Korrelationen, dass Menschen, die Olivenöl in der und der Menge dementsprechend konsumieren, eher weniger an Krebs erkranken als jene, die es nicht tun. Dies kann man weiter diversifizieren und quantifizieren in verschiedenen Krebsarten. Brustkrebs minus 33%, Darmkrebs minus 23%, obere Atemwege minus 26% und Harntrakt minus 54%. Das ist schon wirklich sehr stattlich und kann sich sehen lassen. Dann gab es noch eine Meta-Analyse zum Thema Blutzucker und Diabetes und Olivenöl aus dem Jahre 2017. 4 Kohortenstudien mit 15.800 Diabetes Typ 2 Fällen mit 29 Studien quasi wurden in der Meta-Analyse inkludiert. Die höchste Kategorie der Olivenölaufnahme zeigte eine mit 16% verringertes Risiko für Diabetes Typ 2. Dies war stärker ausgeprägt bei Diabeteserkrankten als bei Gesunden. Was auch klar ist, denn Pflanzen wirken eher regulierend, ja, wenn etwas aus der Norm ist. Was ich noch interessant fand, ist, dass Olivenöl diese Blutzuckersenkung auch besser unterstützte, als eine Low-Carb-Ernährung es machte. Oder als Fisch oder andere Öle reich an mehrfach ungesättigten Fetten, wie zum Beispiel Leinöl. Und das beim Langzeitblutzucker, das heißt HbA1c-Wert, und vor allem im gefasteten Blutglucose-Wert. Dann gab es eine Meta-Analyse zu Entzündungen und Olivenöl, ja, überprüfte Randomized Control Trials, das heißt randomisierte Kontrollstudien, das heißt Goldstandard-Studien zeigten positive Auswirkungen von Olivenöl durch die Senkung der Entzündungsmarker. Regelmäßig eingenommenes Olivenöl kann eine gute Alternative zu Nahrungsfetten sein, insbesondere zur Kontrolle von Interleukin 6, ein Entzündungsmarker. Ja. Ich möchte hier betonen, dass die Entzündungswerte sanken durch das Olivenöl in der Studie, aber nicht signifikant. Ja, aber sie sanken. Dann möchte ich noch eine Meta-Analyse zum Thema Blutfette zeigen. Und was hier so schön war, dass verglichen wurde, wie gut die Qualität war des Öls. Es gibt Öle, die haben hohe Polyphenolanteile und welche mit weniger davon hat. Ja? Das sind sekundäre Pflanzenstoffe mit positiven Eigenschaften für den Organismus. Verglichen wurden 26 Studien. Die Zusammenfassung der Studie lautet: Zusammenfassend deuten die Ergebnisse unserer
systematischen Überprüfung und Meta-Analyse darauf hin, dass Olivenöl-Polyphenole einzigartige kardioprotektive Eigenschaften aufweisen, insbesondere für Cholesterin- und oxidativen Stress-bezogene Ergebnisse. Das möchte ich kurz näher erläutern. Die wichtigsten Parameter sind sicher das LDL und das HDL neben den Triglyceriden und nicht das Cholesterin. Das sehen wir hier. Ein Beispiel ist, wenn jeder Wert gleich bleibt, aber das gute HDL-Cholesterin steigt, steigt auch das Gesamtcholesterin. Daher hat das Gesamtcholesterin keine Bedeutung in Bezug auf gesundheitsbezogene Aussagen. Das sieht man auch in dieser Studie, das LDL aber sehr, sehr wohl, denn daraus berechnet sich der LDL-HDL-Quotient. Der LDL durch HDL-Quotient gibt das Verhältnis Ihres LDL-Blutspiegels zu Ihrem HDL-Blutspiegel an. Je mehr LDL-Cholesterin bzw. je weniger HDL-Cholesterin Ihr Blut enthält, desto größer wird der Quotient und umgekehrt. Dies kann man errechnen, indem man seinen LDL-Wert durch den HDL teilt. Dieser Wert sollte nicht 3,5 überschreiten. Ich würde aber weitergehen und sogar sagen, dass die Werte am besten unter 2 liegen sollten. Dann hat man quasi ein sehr geringes Risiko. Ja? Ein Ausschnitt aus meinen Blutwerten, meiner liegt bei 1,6 und damit sehr tief und mehr als optimal. Zurück zu den Ergebnissen. Hier sieht man, dass das Olivenöl, welches einen hohen Polyphenolanteil hat, statistisch signifikant besser das LDL senkte als minderwertiges Olivenöl. Und das bei moderater Heterogenität der Studien, das heißt, inwieweit die Studien vergleichbar sind. Ja. Weiter erhöhte das polyphenolreiche Olivenöl signifikant das HDL im Vergleich zu minderwertigem Olivenöl mit wenig Polyphenolen. Von daher ist es schon sehr entscheidend, ob es sich um qualitativ gutes Öl handelt, denn das ist das, worauf es ankommt. Ob es ein Lebensmittel, ja, also bei Lebensmitteln allgemein, ja, welches dich gesundheitlich bereichert oder nur Kalorien liefert. Ja? Daher kommt es auch immer wieder in Studien zu Unklarheiten in den Ergebnissen, da nicht unterschieden wird zwischen der Qualität der Lebensmittel. Oft bedarf der Körper eine gewisse Menge, dass ein Effekt überhaupt erst bemerkbar wird. Beispiel DHA und EPA Omega-3. Dort ist es ähnlich. Die meisten Öle sind ranzig. Da der Totox-Wert immer weit über 20 liegt, ja, und weiter, das heißt, wie stark ein Öl quasi oxidiert, das heißt der Totox-Wert, ja, weiter muss man mindestens 2,5 Gramm davon am Tag konsumieren, bis ein Effekt messbar ist. Die meisten Studien werden aber mit weniger durchgeführt. Dies führt zu einer Verzerrung der Realität. Dies ist hier genauso. Je mehr polyphenolhaltiger und frischer die Fette, desto besser die Ergebnisse in der Studie, haben wir gesehen. Daher geht Qualität immer vor Quantität, ja, ganz wichtig. Wer billig kauft, kauft oft nicht vorteilhaft für seine Gesundheit. Das bedeutet aber nicht, dass alles, was teuer ist, besser ist. Nur einen gewissen Preis sollte schon da sein, ja, da sonst die Qualität nicht gerechtfertigt werden kann. Ich verlinke euch mal mein Lieblingsöl, welches unabhängig laborgeprüft ist, da wirklich viele Öle schadstoffbelastet sind, muss man ganz klar sagen, ja. Das Extra Virgin Pressung natürlich entstanden ist, ja. Und vor allen Dingen Dankeschön für deinen Support. Könnt mich sehr gerne unterstützen, auch auf purazell.de für meine kostenlose Arbeit. Nur so bekommt ihr noch was zurück und ich ebenfalls. Und das ist eine Win-Win-Situation. Dankeschön für deinen Support. Bis gleich auf purazell.de. Wir sehen uns. Ciao.